Bravissimo! Richtig geil, gefällt mir gut. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von OZ Rollerwelt. Wir schauen uns heute gemeinsam an, wie sich die Vespa so nach knapp einem Jahr und 3000 Kilometern so gemacht hat und was mir gut gefällt und was mir mittlerweile vielleicht nicht mehr so gut gefällt. Da gibt es tatsächlich einige Dinge, die mir da aufgefallen sind, da ich die Vespa in letzter Zeit fast ausschließlich dem Auto vorgezogen habe und dementsprechend auch viel gefahren bin. So, ja, ich sag mal, in den letzten Wochen, wo es jetzt so warm war, bin ich fast jeden Tag mit der Vespa gefahren. Und da kamen natürlich auch die meisten Kilometer zusammen. Und da gibt es einige Dinge, die mich stören. Aber die schauen wir uns natürlich gemeinsam an. Ich wollte mich auf jeden Fall nochmal an jeden Einzelnen bedanken, der diesen Kanal abonniert hat. Und für jedes Feedback, das ihr mir da lasst, jedes Kommentar, freut mich total. Ja, ein Abo, ein Kommentar, das ist so die größte und die einzige Anerkennung, die ich hier bekommen kann für meine Arbeit. Und dafür wollte ich mich auf jeden Fall bei euch bedanken. Danke, dass ihr ein Teil dieser Community seid. Und ich hoffe noch auf ganz viele weitere Videos. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an. Ja, bin ein bisschen außer Übung, aber das rocken wir zusammen. Fangen wir doch mit dem an, was die Vespa am allerbesten kann. Und das ist gut aussehen. Aber wie sieht die Vespa nach einem Jahr aus? Sind die Leisten zerkratzt? Wie macht der Lack sich? Ist noch alles fest? Die Gebrauchsspuren von dem Roller schauen wir uns heute an. Und da habe ich einige Dinge, die mir aufgefallen sind. Dann machen wir am besten einfach mal einen Workaround. Also, ja, die Vespa wurde jetzt seit einem halben Jahr ungefähr nicht mehr gewaschen. Ja, fragt mich nicht warum, ich weiß es nicht. Irgendwie ist die Zeit so schnell verflogen und die war nie wirklich dreckig, weil ich nicht im Regen fahre. Ich bin jetzt ein paar Mal gefahren, als die Straße nass war, aber da ist die auch nicht so wirklich dreckig geworden. Aber schauen wir uns mal an. Genau, wie sehen die Reifen aus nach der Laufleistung? Ja, vorne tatsächlich kein Verschleiß festzustellen. Ihr seht, ich gehe ganz schön tief in die Kurve. Also hier ist wirklich, ja, hier kann man es am besten sehen, hier ist die Sonne. Ja, also da ist nicht mehr allzu viel am Rand, wo ich noch in die Kurve gehen kann. Ich fahre sehr, sehr sportlich und muss sagen, da macht die Vespa sich ganz gut. Wie sieht es denn hier drinnen aus? Ja, hier unten habe ich mir von Anfang an so Folie aufgeklebt und ja, das war tatsächlich nicht verkehrt. Ja, ich müsste sie jetzt mal erneuern tatsächlich, aber ich glaube, das hat den Lack ziemlich geschützt. Ja, hier ist nämlich ein Cut drinne, da. Ja, und da war die Folie natürlich Gold wert für. Empfehle ich wirklich jedem. Dann hatte ich am Anfang große Sorgen mit diesen Leisten hier am Rand. Die sind allerdings komplett, ja, kratzerfrei, komischerweise. Die sind ja hier direkt am Rand, wo die Füße immer sind. Aber man kann tatsächlich nichts Negatives feststellen. Gut, das sieht jetzt ein bisschen lila aus, sehe ich auf dem Display. Ist aber alles hochglanzschwarz. Genau, hier hatte ich mir ja auch so ein paar Aufkleber gemacht, als ich sie neu bekommen hatte. Und ja, theoretisch glaube ich, hätte ich sie gar nicht gebraucht, weil da ist auch nichts dran. Ja. Aber man weiß ja nie. So, hier ist natürlich immer eine Pfütze, nachdem es geregnet hat. Ja, man merkt auch, ist dreckig. Ich will jetzt nicht darüber reiben, ne? Zerkratzt man natürlich alles, aber ja, dass ihr so Bescheid wisst, dass da sich so kleine Pfützen bilden können. So, ja, hier ist tatsächlich nichts dran, ja. Wie sieht die Sitzbank aus? Noch nie gereinigt. Was ist das? Ah, nee, das ist von meinem Schuh eben tatsächlich, ja. Nee, also auch da... Da habe ich gedacht, die ist empfindlicher, aber ja, ich sag mal zu 90, na ja, nicht ganz, zu 70% steht die Vespa auch in der Garage. Schauen wir uns mal den Auspuff an. Der Auspuff sieht tatsächlich gut aus. Der Lack ist auch überall noch dran. Wie sieht es hier drunter aus? Da. So sieht das Ganze aus. Wie sieht es hier hinten aus? Tatsächlich bin ich im Nassen gefahren. Ah, da kann man es erkennen. Da kann man es erkennen. Aber wirklich, also viel spritzt hier nicht rum, muss ich sagen. Finde ich total geil. So. So sieht das Ganze nach ca. 3000
Kilometern aus. So, hier ist wieder auf jeden Fall der Hauptständer. Der sieht auf jeden Fall gebraucht aus. Klar, die Unterseite, da, ja, ist klar. Das sieht so aus. Das ist normal. Aber tatsächlich bin ich schon aufgesetzt in der Kurve. Und da habe ich mir hier den Hauptständer beschädigt. Und das regt mich total auf. Aber ist nicht so schlimm. So, dann habe ich hier einen Aufkleber drauf gemacht, als ich den Roller neu gekauft habe. Weil ich mir dachte, hier, das zerkratzt doch bestimmt schnell. Aber hier ist sogar an dem Aufkleber nichts dran. Also hier, das ist gar nicht so schlecht, wie man meint. Schauen wir uns mal Tachoglas an. Oder Tachoplastik. Da ist auch nichts dran. Also qualitativ muss ich sagen, ein sehr, sehr hochwertiger Roller. Und da braucht ihr auf keinen Fall Angst zu haben, dass da irgendwas schon beginnt zu verwittern, dass der Auspufflack abblättert. Kann ich nicht bestätigen. Alles super. Wenn ihr natürlich jetzt beim Waschen seid, ja, und der Auspuff ist heiß und ihr sprüht da drüber, klar, Leute, dann kann es schon passieren, dass der Lack da abblättert. Ja, das ist ganz normal. Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Part. Ja, nachdem die komplette Karosserie, die Reifen und so weiter, alles gut waren, kommen wir jetzt mal zum Tacho. Und ja, den mag ich tatsächlich überhaupt nicht. Ihr seid nicht irritiert von den ganzen Lampen, die hier blinken, das ist ganz normal. Die verschwinden, wenn man den Roller anschaltet. So. Ah ja, genau. Wie viele Kilometer haben wir? Schauen wir jetzt. Da, 2700 knapp. So. Ja, was gefällt mir nicht? Zuerst einmal gefällt mir nicht, dass die Uhr ständig falsch geht. Man stellt sich die Uhr jetzt ein, ja, und kurze Zeit später ist sie wieder falsch. So, ich habe die Uhr vorgestern eingestellt. 16.23 Uhr zeigt sie an und meine Uhr zeigt 16.57 Uhr. Ja, das ist über eine halbe Stunde, wie die Uhr jetzt falsch geht. So. Geht natürlich überhaupt nicht. Völliger Humbug, muss ich sagen. Regt mich auch total auf, weil der Rest halt so super ist. Dann fehlt eine Außentemperaturanzeige. Da gibt es natürlich Leute, die sagen, nein, ich brauche das nicht und so weiter. Ist klar, ja, gibt es. Ich hätte sie aber gern, muss ich sagen. Und da könnte ich schon eher auf diese ganzen blöden Spielereien hier mit dem Handy verzichten, wenn die Uhr wenigstens richtig funktionieren würde. Oder die Außentemperaturanzeige. Ja, das sind so Dinge, ja, die stören mich tatsächlich. Also finde ich nicht so cool. Und wenn wir schon hier oben bleiben, gehen wir weiter zum Lenker. Alles super. Ich habe mich tatsächlich auch an die Optik von diesen Chromschalterarmaturen dran gewöhnt. Tatsächlich hätte ich auch gern schwarze, auf jeden Fall. Allerdings habe ich keinen Bock, mich darum zu kümmern. Ich will das nicht auseinanderschrauben. Ich habe da keine Lust drauf. Ne? Vor allen Dingen kostet das auch alles wieder Geld. So, das Einzige, was mir tatsächlich nicht so gut gefällt, ist der, der Blinkerschalter. Der Blinkerschalter, der ist, ich weiß nicht, irgendwie, ich finde die Position hier irgendwie kacke. Wenn du Handschuhe anhast, spürst du nicht so richtig, ob der rausgehakt ist. Dann guckst du dann immer auf den Tacho. Also so geht es tatsächlich mir. Es kommt natürlich immer darauf an, ja, wie weit man da so dran gewöhnt ist. Ja, das sind so Kleinigkeiten, die mir nicht gefallen. Bremshebel tatsächlich, die haben mich am Anfang gestört, muss ich sagen. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt und ja, habe eigentlich nichts auszusetzen. Ja, da würde ich sagen, machen wir weiter. Sitzbank, ja, der Roller ist immer noch mega bequem. Kann ich nichts Negatives sagen. Ich sitze super drauf, man hat eine schön große Auflagefläche. Die Sitzbank ist pflegeleicht, ja, auch wenn man Vogel drauf gemacht hat, kann man das tatsächlich sehr, sehr gut wegwischen. Gefällt mir. Was mir natürlich standardmäßig überhaupt nicht gefallen hat und eigentlich so immer so ein Argument gegen die Vespa war, war das Helmfach. Ich habe hier allerdings die Big Box drin, die ich auch wärmstens empfehlen kann, auch nach knapp einem Jahr und etlichen Touren, überhaupt gar keine Probleme festzustellen. Also ich bin mega happy mit dieser Big Box. Ja, also man ist viel, viel flexibler in der Helmwahl. Und dementsprechend muss ich sagen, auf jeden Fall Daumen hoch. Und tatsächlich glaube ich, dass der Rabattcode, den wir mal hatten, OZ, ich schreibe es euch mal hier unten hin, der klappt tatsächlich immer noch. Falls sich das ändert, ich schaue beim Schneiden des Videos nochmal nach,
Der müsste aber noch klappen, weil mir nämlich ein Abonnent noch mal geschrieben hatte, dass er immer noch funktioniert. Wie gesagt, Leute, wenn ihr Interesse an dieser Big Box habt, schlagt zu, solange dieser Rabattcode noch funktioniert. Da könnt ihr noch sparen. Billiger wird es, glaube ich, nicht. Ja, wie gesagt, was soll ich sagen? Big Box sieht auch noch aus wie neu. Was soll da auch dran kommen? Bin ich total zufrieden. Was mir nicht so gut gefällt, ist das Betanken tatsächlich. So, man macht jetzt den Deckel ab, ja, so und tankt. Ja, witzig. Aber tatsächlich spritzt sau oft irgendwas hier drüber. Deshalb gehe ich immer hin, heb diesen Deckel ein bisschen an, klemm den Deckel hier drunter ein, dass nichts raus, also ins Helmfach spritzt. Zeige ich euch in einem anderen Video auf jeden Fall noch. Da schreibe ich so ein paar Tipps und Tricks hin. Oh, da ist jemand, der einen heftigen Burnout macht. Ja, das zeige ich euch auf jeden Fall in einem anderen Video. So, dann machen wir jetzt mal hier wieder zu. So, klar. Gepäckträger, den habe ich sau viel benutzt. Schauen wir uns mal den Zustand an. Ja, also hier und da so kleine Kratzer. Hier zum Beispiel ist der Lack abgeplatzt tatsächlich. Kann man es gut erkennen. Da. Da ist mir der Lack abgeplatzt. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich meine, funktioniert immer noch, ne? Bin total happy, dass ich ihn habe. Da fragt ihr euch natürlich auch, was hast du denn so verbraucht im Durchschnitt? Ja, oder was kannst du uns denn noch so sagen zum Motor? Wie gefällt er dir so nach dem ganzen Jahr? Und da kann ich euch sagen, verbrauchstechnisch bin ich mega, mega zufrieden. Also ich hebe mir immer die Quittung auf. Schauen wir uns mal gerade an. Also ich komme immer zu 200, 210, 215 Kilometer weit. So. Da habe ich nachgetankt 6,02 und hier habe ich 6,4 nachgetankt. Ich sag mal, ich fahre wirklich wie eine gesenkte Sau. Also jetzt mal ohne Quatsch. Ich fahre immer Vollgas und so wie es halt ist, ja. Ich bin wie Taxi mit einem Verbrauch von einem Roller. So. Also, ja, ihr könnt mehr als 3 Liter werdet ihr auf gar keinen Fall verbrauchen. Das geht nicht. Das schaffe ich auch nicht. Und ich fahre wirklich richtig schlimm. Ich wiege dazu noch 108 Kilo, habe dann meistens noch einen Rucksack. Also ich bin wirklich ein schwerer Kauz. Leider Gottes. Ja, ich würde gerne ein bisschen abnehmen tatsächlich. Vielleicht kommt das ja noch. Aber da könnt ihr sehen, ja, ich habe alles zwischen 2,5 und 3. Also so in dem Bereich, da, ihr könnt natürlich wahrscheinlich noch weniger verbrauchen. Aber das sind so meine Verbräuche und ich habe die Vespa natürlich nicht zum Sparen. Die habe ich natürlich für den Fahrspaß. Ja, das zum Verbrauch. Bin total zufrieden. Reichweite vom Tank immer so um die 200 Kilometer. Könnt ihr euch drauf einrichten und von der Motorleistung, ja, was soll man sagen, ne? Mit den Pulli-Gewichten, da habe ich ein Video hier, das könnt ihr da finden. Und mit der Malossi-Kupplung, die tatsächlich vielleicht, man bildet sich ein, dass da doch ein bisschen mehr Freude beim Start da ist. Ist tatsächlich so, weil die Anfahrdrehzahl natürlich leicht erhöht ist. Dazu gibt es auch ein Video, das findet ihr hier. Ich denke, das in der Kombination... da habe ich die Vespa schon ziemlich gut optimiert. Vielleicht geht mit der Kupplung auch mehr, wenn man da noch ein bisschen einstellt und so weiter. Aber ich habe keine Lust darauf. Mir reicht das so, wie es ist. Bin top zufrieden, komme überall schnell und günstig hin, kann überall parken mit der Vespa. Und das ist doch das, was zählt. Mit einem 125er wirst du niemals an die Leistung von einem 300er rankommen. Aber das weiß man normalerweise auch, wenn man sich einen 125er kauft. Und deshalb bin ich so happy. Was kann ich denn noch sagen? Was gefällt mir denn noch so nicht so gut? Ja, ich muss sagen, hier so die Bodenfreiheit. Das ist so ein bisschen... ich muss natürlich für in meine Einfahrt reinzukommen, immer so einen kleinen Bordstein hochfahren. Ich messe den mal nach. Und wenn, je nachdem, wenn ich da, sag ich mal, mit viel Schmackes drüber fahre, klar, dann setze ich sau auf. Ja, dann macht es einmal so... Habt ihr natürlich jetzt am Seitenständer gesehen. Bin auch froh, dass es nur am Seitenständer passiert und nicht an der Karosserie.
Ein bisschen mehr Bodenfreiheit wäre ganz toll, muss ich sagen. Aber wahrscheinlich liegt es auch daran, dass ich einfach echt übel dick bin. Ja. Ja, wird wahrscheinlich auch daran liegen. Aber ja, Fahrgefühl, Radstand, alles super. Ich kann mich nicht beklagen. Für den Verwendungszweck, den ich benutze, in der City ab und an mal eine kleine Tour fahren. Bravissimo! Richtig geil. Gefällt mir gut. Ja. Anbauteile, was kann ich dazu sagen? Qualität von den Spiegeln, exorbitant positiv, sehr, sehr gut. Da ist nicht zu sehen, bitte tatsächlich schon so oft an der Wand hängen geblieben, aber man sieht keinen Kratzer. Total geil. Ja, die Links zu allem, so was ihr jetzt hier seht, wenn ich irgendwas vergessen habe, einfach in die Kommentare schreiben. Die Links packe ich in die Videobeschreibung. Schaut da mal rein. Da mache ich die Spiegel, hier das Ding, den Gepäckträger oder was ich auch noch hier so habe. Packe ich alles rein, findet ihr dann dort. Falls irgendwie Fragen offen sind, schreibt doch gerne unten rein. Und danke für euren Support und für die große Anerkennung, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Ja, es kostet nichts und schmeckt gut. In diesem Sinne, Leute, haut rein. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Peace.